Profil Podcasts. Willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Isabel Russ aus der Profil Online Redaktion. Und jeden Mittwoch sprechen wir hier über die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich. Heute sprechen Chefredakteur Christian Rainer und Innenpolitikchefin Eva Linsinger über die Wien-Wahlkandidaten und deren Auftritt bei der letztwöchigen Profil-Elefantenrunde. Heute wollen wir über die bevorstehende Wien-Wahl sprechen. In der vergangenen Woche, nämlich am Donnerstag der vergangenen Woche, fand eine von bisher nur zwei Baby-Elefantenrunden statt, an der die Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl teilgenommen haben. Erfreulicherweise war das nach einer Ö1-Elefantenrunde eine Profil-Talk-Runde, die Eva Linsinger und ich gemeinsam moderiert haben. Fand statt im Wiener Intercont vor vollem Haus unter strengen Corona-Regeln. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, war gestreamt auf Facebook, sehr, sehr, sehr viele Zugriffe. Also spannend offensichtlich, alles fokussiert auf die Wahl, die in 10 Tagen stattfinden wird. Absolut, und man kann sich diese Diskussion auch noch anhören. Es gibt den Podcast, dauert ungefähr 1,5 Stunden, und wer noch nicht weiß, wen er oder sie wählen soll, da gibt es Argumentationen, Diskussionen, das kann auch eine Wahlhilfe sein. Wir haben uns vorgenommen, heute anhand dieser Elefantenrunde ein bisschen über in aller Kürze über jene Parteien zu sprechen, die höhere Relevanz für die Wienwahl haben. Die Wienwahl hat natürlich insgesamt in Österreich Relevanz und ist nicht nur für Menschen interessant, die in Wien oder in der Umgebung erleben. Fangen wir doch mit Michael Ludwig an. Mein Eindruck von Michael Ludwig, der sich mehr und mehr verfestigt, ist, dass er der Figur des Wiener Bürgermeisters gut gerecht wird. Er hat zwar jetzt nicht den Witz, den ein Michael Häupl hatte, er hat auch nicht, die nennen wir es Grandezza oder das histrionische Element, das Helmut Zilk hatte, aber seine Gelassenheit und vielleicht auch die Art und Weise, wie er sich beim Auftreten präsentiert, entspricht schon diesem väterlichen, vielleicht auch manchmal etwas patriarchalischen Zuschnitt, den man vom Bürgermeister einer Stadt wie Wien erwarten kann. Zumal er um sich herum ja ein Team geschart hat, das durchaus auffällig ist. Das sind Menschen, von denen andere Politiker vielleicht auch Angst hätten, dass sie zu stark werden kann. Und genau diese Angst spürt man oder diese Bedenken spürt man bei Michael Ludwig überhaupt nicht. Er hat, als er sein Team damals präsentiert hat nach dieser Stichwahl um das Amt des Wiener Bürgermeisters und Parteivorsitzenden, von einer Melange gesprochen. Es ist eigentlich weniger eine Melange als ein Altwiener Suppentopf, weil quasi von jedem etwas dabei ist. Ja, ich stimme dir zu, er hat etwas Ruhiges, Gelassenes. Mir ist er manchmal ein wenig fast gar zu gelassen. Ein wenig Emotionalität schadet gerade in einem Wahlkampf gar nicht. Das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, in dieser fernen Zeit, bevor Corona begann, Anfang März, da war die Wiener SPÖ ein heillos zerstrittener Haufen. Da gab es Abwahlen von Kandidaten in Bezirken etc. etc. Und das ist ihm schon gelungen, die zu einen. Und das ist wohl auch einer der Vorteile dieser manchmal überruhigen Art. Die Rolle des Emotionalen hat Peter Hacker stark übernommen, und auf der anderen Seite wieder dem Peter Hacker gegenüber steht Peter Hanke, der den ruhigen Mann im Anzug und mit Krawatte gibt. Auch das scheint ein ganz gut abgestimmtes Duo zu sein. Ja, und was aber schon auffällig ist, gerade die Wiener SPÖ war immer auch bekannt für ihre starken Frauenfiguren. Das hat Michael Häupl auch gefördert und protegiert. Die fehlen jetzt ein bisschen, weil nicht zufällig sind dir jetzt als erstes zwei Peters und ein Michael eingefallen. Und solche ganz starken Figuren wie Renate Brauner oder auch umstrittene Figuren wie Sonja Wesseli, die vermisst man ein wenig. Es ist schon ein wenig eine Herdrige jetzt geworden. Es sind auch ältere Männer. Michael Ludwig wird im kommenden Jahr, glaube ich, 60 im April. Also jugendlich nicht. Aber Birgit Hebein hat mich überrascht bei unserer Diskussion, weil sie eine
für mein Dafürhalten einen hochprofessionellen Auftritt geliefert hat. Die richtige Mischung aus Emotionalität, Sachkunde, dann Themen besetzen, die grün sind, die ich zum Beispiel vielleicht vergessen hätte, natürlich nicht Maria, aber Klima. Und wenn man bedenkt, dass Birgit Heben bis vor kurzem Sozialarbeiterin war und wenig bis fast keine politische Erfahrung hatte, also muss ich schon sagen, Hut ab, hat mich sehr beeindruckt, auch in dieser Runde von Schlachtrössern, die mit allen Wassern gewaschen sind, hat sie wirklich gute Figur gemacht. Sie wächst sichtlich auch in diese Rolle der Wahlkämpferin hinein. Sie ist jetzt nicht jemand, es gibt so Politiker, Politikerinnen-Typus, die quasi das Rampensau-Gen in sich haben, die am liebsten in der allerersten Reihe auf der Bühne im Scheinwerferlicht stehen. Sie gehört da ganz sichtlich nicht dazu, wächst aber hinein. Was ich auch interessant fand bei unserer Diskussion, ich finde, sie wirkt sehr authentisch. Als sie gesprochen hat, wie weh ihr das tut, gerade als Sozialarbeiterin, dass das mit Maria eben keinen Millimeter gelingt, den Bundesgrünen, der Bundes-ÖVP da abzuringen, das wirkte für mich sehr authentisch und ich habe den Eindruck, sie war eine Überraschung als Vizebürgermeisterin, auch da gab es ja eine Stichwahl und sie beginnt sichtlich Fuß zu fassen in dieser Rolle. Wir werden sehen, ob sie nach der Wahl noch in der Rolle der Vizebürgermeisterin bleibt oder wieder Oppositionelle wird. Spannend an der Diskussion war natürlich auch die Rollenverteilung, die ein bisschen wie ein Brettspiel gewirkt hat, da die Grünen mit den Roten in Wien in einer Koalition sind, allerdings im Bund nicht. Umgekehrt, der Nächste, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will, Gernot Blümel, in Wien auch der Angreifer gegen die Grünen ist, obwohl er als Finanzminister und Regierungsmitglied wiederum in der Regierung hier eine Koalition formt. Für mich war Gernot Blümel in mancher Hinsicht ein Außenseiter, fast ein wenig ein Fremdkörper in dieser Diskussion. Einerseits natürlich, weil wir alle wissen, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Wien nach dieser Wahl als Politiker tätig sein. Wir halten eine Koalition zwischen Rot und Türkis für nicht sehr wahrscheinlich, aber natürlich auch, weil er als Finanzminister und darüber hinaus jetzt sehr persönlich gesehen und beurteilt, auch in seiner Erscheinung irgendwie nicht sehr dazu gepasst hat. Er hat jetzt nicht das Authentische des Großgemeindebürgers, das die anderen durchaus hatten. Ja, und er ist in einer schwierigen Doppelrolle. Einerseits war er als Finanzminister der Angegriffene. Es haben ihm immer wieder der Herr Nepp, der Herr Wiederkehr, auch die Frau Heben vorgeworfen, was denn alles nicht funktioniert an den ganzen Hilfen, die der Bund macht, wie sehr Wien vernachlässigt wird. Da war er der Angegriffene. Auf der anderen Seite ist er in Wien der Obmann einer Minipartei, einer einstelligen 9%-Partei, müsste also der klassisch Angriffige sein. Und diese Doppelrolle ist quasi nicht unter einen Hut zu bringen und das ist wirklich schwierig, weil du Koalitionen angesprochen hast. Entscheiden wird, dass der mutmaßliche Wahlsieger Michael Ludwig, der lässt sich gar nicht in die Karten blicken, der lässt völlig offen, ob er Rot-Grün fortsetzen will, doch zu einer Koalition mit der türkisen ÖVP kommen will oder vielleicht sogar das Experiment Neos wagen möchte. Ausgeschlossen hat er nur eine Koalition mit den Freiheitlichen und natürlich auch mit dem Team Strache, was in der Wiener SPÖ aber quasi eine Selbstverständlichkeit ist. Wien ist wirklich weit vom Burgenland entfernt politisch. Dominik Nepp ist in jeder Hinsicht den Erwartungen gerecht geworden bei dieser unserer Elefantenrunde. Er hat polemisiert, er hat in der Ausländerpolitik so weit rechts außen argumentiert, wie man es von ihm gewohnt ist, jenseits dessen, was man vielleicht bei einer zivilisierten Werthaltung als Zuspitzung gerade noch zulassen würde. Also er hat das getan, was man von ihm erwartet hat und vermutlich auch das, was doch noch einige Prozentpunkte für die FPÖ retten wird. Ja, man hat bei ihm sehr den Eindruck, dass sie sich quasi auf den allerinnersten, auch sehr rabiaten FPÖ-Kreis beschränken. Wir dürfen nicht vergessen, die FPÖ hatte in Wien bei der letzten Wahl über 30%. Alle Umfragen sagen voraus, dass sie eine Erdrutschniederlage erleiden wird. Davon
mehr als die Hälfte verlieren wird. Und darum, das erklärt auch ein bisschen die Radikalität. Er versucht jetzt, die wirklich extremen FPÖ-Wähler zumindest noch zu halten, zu retten, was zu retten ist, von einem gemäßigten oder gar staatsmännischen Auftreten. Und dass sich die FPÖ in früheren Jahren einmal bemüht hat, ist da überhaupt nichts mehr zu spüren. Das ist jetzt quasi FPÖ-Kern pur. Mhm. Machen wir einen Einschub. Heinz-Christian Strache, der nicht bei der Diskussion dabei war, da er ja keiner Partei angehört, die bei den letzten Wiener Gemeinderatswahlen 2015 als solche kandidiert hatte. Bin sehr neugierig und eigentlich das Einzige, ich irre mich immer bei Prognosen, aber das Einzige, was ich wirklich nicht einschätzen kann und was mich eben neugierig macht, wie Heinz-Christian Strache vor allem in Relation ist zu Dominik Nepp bzw. zur FPÖ, zu liegen kommen wird. Mein persönlicher Eindruck, damit man mich nachher schelten kann, weil ich falsch lag, ich denke, dass locker die 5%-Hürde überspringen wird und ich bin mir nicht so sicher, dass Heinz-Christian Strache so weit hinter seiner ehemaligen Partei der FPÖ zu liegen kommen wird. Das kann gut sein. Ich meine, vorausschicken sollten wir, dass Heinz-Christian Strache eigentlich gar nicht antreten sollte, weil im Ibiza-Video und danach sind Dinge herausgekommen, die für Politiker mit aufrechten Moralstandards für gleich mehrere Rücktritte gereicht hätten. Aber er hat sicher in Wien, das ist seine Homebase, einen Fanclub, er hat auch einen Bekanntheitsgrad und er ist, das merkt man schon, auch ein erfahrener Wahlkämpfer. Sehr viel mehr hat er sonst nicht mehr zu bieten. Gerade die Spesengeschichte tut ihm sicher sehr weh. Aber für die 5% wird es ihm, der beim letzten Mal über die 30% kam, wohl reichen. Außer es passiert noch eine Überraschung. Und inhaltlich brauchen wir jetzt nicht reden, passt zwischen die beiden wenig Blatt Papier. In der ganzen Migrations- und Ausländerfrage ist auch noch die türkise ÖVP mit im Boot. Also da sind sehr wenig Unterschiede zwischen diesen drei Parteien erkennbar bei diesem Thema. Schließlich Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat der NEOS. Er ist 29 Jahre alt. Ich kannte ihn persönlich zuvor nicht und er hat mich wirklich überrascht, wie souverän sein Auftreten war. Der hat wenig Erfahrung als Politiker, saß dort neben, vielleicht abgesehen von Birgit Hebein, neben sehr erfahrenen Politikern und hat dort das Programm durchaus authentisch in der Sache, emotional, wo es notwendig war, präsentiert. Spannend ja bei den NEOS, dass das eine liberale Partei ist, marktwirtschaftlich sehr prononciert, aber eben auch eine humanistische Grundhaltung, gerade in der Flüchtlingsfrage. Und das kam stark zu tragen, weil er und Birgit Hebein, jene waren, die bei dieser Diskussion eigentlich am emotionalsten angriffigsten argumentiert haben, wenn es um die Flüchtlinge auf Lesbos ging. Er ist sicher eine der Überraschungen des Wahlkampfs. Ihn kannte so gut wie niemand vorher. Er macht das aber bisher recht souverän, wirkt auch authentisch. Spannend wird sein, wie sich da die Wähler verteilen. Bei der letzten Wahl haben ÖVP und NEOS sich in einigen Bezirken gematcht, auch um dieselbe Klientel gematcht. Jetzt scheint die ÖVP vor allem auf dieses große Pouvoir der ehemaligen, also dann am Wahlsonntag ehemaligen FPÖ-Wähler zu zielen. Das könnte für die NEOS auch eine Chance bedeuten. Für sie ist die Wahl auch deshalb entscheidend, weil wenn sie es in einer großen Stadt wie Wien nicht schaffen, endlich einmal ein anständiges Plusergebnis zu haben, dann ist womöglich der NEOS ein Schicksal als Kleinpartei auf ewig vorgezeichnet. Auf jeden Fall, aber es ist ja überraschend, dass die NEOS sich eigentlich noch immer auch in Wien vermutlich ganz gut halten können, weil sie von zwei Seiten bedrängt werden. Einerseits von den Grünen, nicht nur den Bobo-Grünen, die so weit aufgemacht haben, dass jemand mit diesem Welt mit Grün gut Grün wählen kann. Und andererseits natürlich von den Türkisen, die in diesen Sinusmilieus auch ganz stark abgeräumt haben. Definitiv. Und dann wird die spannende Frage sein, gerade in Wien, ist die ökonomische Lage besonders dramatisch? Was werden all diese vielen, Wien ist jetzt kein großes Industriegebiet, was werden all diese vielen KMUs, diese EPUs machen, die vielleicht auch enttäuscht sind, die vielleicht auch vor dem Ruin stehen? Suchen die eher ihr Heil bei der ÖVP? Werden die doch zu den NEOS wandern? Das wird für mich eine der spannenden Fragen am Wahltag sein. Absolut. Vielen Dank, Eva. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
in der kommenden Printausgabe am Sonntag und auf, im E-Paper auch online natürlich beschäftigen wir uns ganz intensiv mit der bevorstehenden Wahl in Wien. Davon abgesehen allerdings viele interessante Themen, so wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Eine schöne Woche.